ist eigentlich dein Snowboard? Kann es zufällig sein, dass du es verkauft hast, um den Kunstband für Carla zu bezahlen? Woher weißt du das? Konstantin. Susanne findet es bestimmt spannend, die Geschichte noch einmal zu hören. In der richtigen Variante. Leonard. Cecil. Bitte, tu das nicht. Dieser Kerl hat mir alles genommen. Dich. Und Julius. Du musst deinen Frieden finden, Leonard. Tu das für mich und unser Kind. Ich will ja. Aber ich kann nicht. Ich kann diesen Mörder nicht einfach frei herumlaufen lassen. Glücklich mit seiner Familie. Hi. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, nein. Was gibt's denn? Ich dachte, ich hatte Stimmen gehört und... Ja, ich hab telefoniert. Naja, jedenfalls wollte ich fragen, ob du noch mit Lust hast, runterzukommen auf dem Absacker. Es ist lieb, dass du fragst. Weißt du, mir fällt die Decke auf den Kopf. Dir geht's ja bestimmt auch nicht anders. Seit wann sie ihre Karriere aufgegeben hat, wegen Felix, diesem Rotzlöffel. Da habe ich nur noch Zeit. Du musst doch morgen auch nicht früh raus. Ich wollte mich gerade hinlegen. Da kann man nichts machen. Sonst alles okay? Ja, sonst ist alles klar. Nacht. Also dann. Cecil? Cecil. Jetzt druck's nicht länger rum, Lisa. Ich möchte die Geschichte jetzt hören, und zwar in der richtigen Variante. Ach, ich hab mich bloß über Paul aufgeregt. Was ist los? Nichts. Von wegen. Die Batterie von meinem Taschenrechner ist leer und er will mir sein nicht geben. Ja, weil ich ihn selber brauche. Die denkt doch sowieso, mein Zimmer hier ist ein Selbstbedienungsladen. Und deswegen das ganze Theater? Wie lange brauchst du noch? Ja, vielleicht eine Viertelstunde oder so. So lange kannst du wohl noch warten, hm? Meinetwegen. Na, dann wäre das ja geklärt. Ich finde, unsere Hochzeit sollte klein, aber fein werden. Also keinesfalls mehr als 500 Gäste. Was? Klein, aber fein. Vater, den Ministerpräsidenten müssen wir natürlich einladen, auch wenn es so kurzfristig ist. Lassen Sie, Frau Köppler, ich mache das selbst. Wenn er keine Zeit hat, muss er nicht offiziell absagen. Obgleich eure Hochzeit wird er sich wohl kaum entgehen lassen. Also mir würden ein paar Freunde und die Familie völlig reichen. Natürlich muss unsere Hochzeit das Event des Jahres werden. Schließlich soll jeder sehen, dass ich die tollste Frau der Welt heirate. Also gut, wenn schon, denn schon. Weißt du eigentlich, was du für ein Glück mit Natalie hast? Ja, natürlich. Deshalb möchte ich mich an meinem schönsten Tag auch nicht verstecken. Frau Kepler, Sie werden sich um die Anfragen von Presse und Fernsehen kümmern. Ah, auch das noch, ja?
Dann kann also ganz Deutschland sehen, wie ich vor lauter Aufregung über meine Schleppe stolpere und mich lang hinlege. Da hilft nur eins. Trag Mini. Ja, das könnte dir so passen, was? Der Braut auf die Beine starren. Ansgar, so etwas würde Gregor doch niemals tun. Ja, ich weiß natürlich. Auf meinen besten Freund ist schließlich Verlass. Deswegen ist es mir auch eine besondere Ehre, dass du mein Trauzeuge bist. Kannten Sie die beiden? Du hast dich gar nicht bedankt, dass ich dich nicht verpfiffen habe. Kennt jeder jeden. Kennen Sie auch Astrid Gahlmeier? Die befindet sich in Lebensgefahr. Astrid? Klar kenne ich Astrid. Frau Meier-Bringmann hat mir erzählt, dass sie nach ihr fahren will. Ich habe mich auch schon mal umgehört. Leider ohne. Hat sie echt erwischt? Du bleibst noch hier? Ja, natürlich. Du übernachtest doch hier, oder? Mhm. Dann schlaf mal gut. Ciao. Ciao. So, ich gehe noch mal runter in die Küche. Sag nicht, du hast schon wieder Hunger. Oh doch, da ist dieser leckere Obstsalat. Ah. Tschüss. Alles okay? Ja. Nein. Ich habe einfach ein schlechtes Gewissen. Mann, mach dich nicht verrückt. Wir haben einmal miteinander geschlafen. Das jetzt Wochen her und es hatte nichts zu bedeuten, oder? Es war trotzdem einmal zu viel. Mag sein, aber genau genommen warst du damals gar nicht mit Ansgar zusammen. Vielleicht sollte ich ihm das so erklären. Jetzt hör mal gut zu. Du wirst ihm gar nichts sagen. Du weißt ganz genau, wie er reagieren würde. Ja, wütend. Ja, er würde es dir nicht verzeihen. Aber er ist so lieb zu mir. Er legt mir die ganze Welt zu Füßen. Oh, Gregor, ich fühle mich schrecklich. Und wenn du es ihm beichten würdest, dann ging es dir besser? Vielleicht. Aber ihm nicht. Also tu ihm das nicht an. Und dir auch nicht. Meinst du wirklich? Ja. Er liebt dich, du liebst ihn, ihr werdet heiraten, freu dich darauf und vergiss endlich das mit uns beiden, okay? Gehen wir zu dir oder zu mir? Wie lange wohnen wir schon zusammen? Was glotzt denn so? Noch nie ein verliebtes Pärchen gesehen? Entschuldigung, das wollte ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir bleiben ohnehin im Bett. Den ganzen Tag. Mit dir bloß nicht. Viel zu anstrengend. Ach, das hat sich aber gestern noch ganz anders angehört. Soweit ich mich erinnern kann, hast du mich Sexgott genannt. Protz war das Wort. Wie war das nochmal? Sexprotz. Ach. Wenn du nicht sofort damit aufhörst, dann setze ich dich auf Entzug. Ach, na, das möchte ich ja mal sehen. Wie lange willst du das denn durchhalten? Naja, so 2-3 Jahre locker. Na, ich glaub dir kein Wort. Außerdem bestehe ich auf Einhaltung der ehelichen Pflichten. Und als Ausreden lasse ich nur Krankheiten mit Fieber ab 40 Grad und Schwangerschaften gelten. Na, dann muss ich wohl oft schwanger werden, damit ich meine Ruhe vor dir hab. Hm. Hervorragende Idee. Wir machen eine ganze Fußballmannschaft. Moment, Mutter der Nationalmannschaft wollte ich dann doch nicht werden. Wie wär's dann mit einem Viererbob? Auf gar keinen Fall. Allerhöchstens ein gemischtes Tennisdoppel. Was? Und 2 Kinder? Also gut, 3. Okay, 3. Und beim dritten Mal schiebe ich dir dann Zwillinge runter. Komm, lass uns runtergehen. Ich hab Hunger. Ach, Frühstück. Hab ich heute nicht so eine Lust drauf. Wie bitte? Du willst nichts essen? Ja, ich dachte, ich gehe mal lieber joggen. Ja, bevor ich total verfette. Mhm.
Nehmt euch Mandarinen mit in die Schule. Ja, ja. Wir könnten ein paar Vitamine auch nicht schaden. Ja, ist ja gut. Komm, wir müssen los. Tschüss, schönen Tag noch. Euch auch. Euch auch. Das ist ja alles richtig. Von wegen Fehler eingebaut. Nachrechnen macht klug. Das kommt davon, wenn man seinen Bruder erpresst und ihn die ganze Arbeit machen lässt. Okay, es tut mir leid. Das war wirklich eine saudoofe Idee. Allerdings. Aber ich konnte ja auch nicht ahnen, dass du ernsthaft verliebt bist. Du bist verliebt? Ich hab mir sowas schon gedacht. Wer ist denn die Glückliche? Morgen, Gregor. Oh, morgen, Graf Landstein. Ach, hier bist du. Wundere dich nicht, wenn du vor deiner Tür eine Tüte mit Brötchen findest. Hast du Angst, dass ich vom Fleisch falle? Ich dachte, wir können zusammen frühstücken. Entschuldige bitte, nimm Platz. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich als Nebenkläger im Prozess gegen Alexander Koch auftreten soll. Ist das nicht der Pfarrer der Cecile? Und mein Kind. Ja, genau, das ist er. Alexander Koch. Glaubst du denn, dass du in deiner Verfassung so einem Prozess gewachsen bist, Leonard? Entschuldigung. Danke. Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich kommt er sowieso mit einer Bewährungsstrafe davon. So viel zum Thema Gerechtigkeit. Es war ein Unfall. Ein Unfall? Dieses Schwein ist mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt gebrettert. Er hat mir alles genommen, was mir jemals im Leben etwas bedeutet hat. Leonard. Ich habe hier von Charlotte die Adresse eines Therapeuten. Er ist spezialisiert auf Krisenmanagement und Trauerarbeit. Du bist Arzt, Leonard, und du weißt genau, dass er dir unter Umständen helfen kann. Ich meine, für alle Fälle. Also für alle Fälle. Ja, wieso nicht? Du bist in Miko verliebt? Schönen Dank, du miese Petze. Ist doch nichts dabei, dass Lisa das gesagt hat. Und von mir erfährt bestimmt niemand was. Hoffentlich. Ist auch nicht der Rede wert. Ich fand sie ganz süß. Mehr ist da nicht. Von wegen. Du hast doch gedacht, die kommt zusammen. Das weiß ich ganz genau. Lisa, jetzt reit nicht weiter drauf rum. Aber es stimmt doch. Er ist verknallt bis über beide Ohren. Und jetzt ist Nico mit ihrer Oma auf Weltreise. Ach, deswegen fühlst du dich so mies. So schlimm ist das auch nicht. Ich komm schon drüber weg. Ja, sicher. Du wirst bestimmt bald ein anderes Mädchen kennenlernen. Ja, genau. So ist es richtig. Nur nicht unterkriegen lassen. So, ich muss los. Ich war ja immer skeptisch, was Ansgar angeht. Ach, was du nicht sagst. Und es gibt auch mehr als einen Grund, ihm zu misstrauen, aber... Ich höre. Er scheint sich wirklich verändert zu haben. Diese Liebeserklärung im Fernsehen. Stimmt, die hat gesessen. Ja, und dann gestern Abend. Er war so zärtlich zu dir. Wie bitte? Sag mal, Elke, hast du an unserer Tür gelauscht? Also ich muss doch schon sehr bitten. Als wir die Gästeliste gemacht haben, meine ich. Er schien wirklich aller Welt zeigen zu wollen, wie glücklich er mit dir ist. Mhm. Ein bisschen weniger Welt wäre mir lieber. 500 Gäste, das ist... Oh. Die macht dir keine Sorgen. Ich weiß, wie man eine solche Feier organisiert. Du kannst dich einfach auf deinen großen Tag konzentrieren. Heißt das etwa, ich habe jetzt auch endlich deinen Segen? Vielleicht macht er dich ja wirklich glücklich. Ganz bestimmt. Ich hoffe nur, die Wandlung ist von Dauer. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Alte Unke, natürlich werden wir glücklich.
Guten Morgen, Frau Gräfin. Guten Morgen. Kann ich etwas für Sie tun? Nein, danke. Hey. Hallo. Ich dachte, du bist schon längst im Auktionshaus. Ich habe mir gestern Arbeit mit nach Hause genommen. Sag mal, Vater hat mir erzählt, dass ihr die Hochzeit richtig groß aufziehen wollt. Ja, das stimmt. Also Ansgar will das. Ich habe mich eher geschlagen gegeben. Typisch mein Bruder. Carla, ich weiß ja, dass du anfangs nicht so begeistert warst, dass ich Ansgar heiraten will. Sehr diplomatisch formuliert. Aber andererseits hast du ihm auch den Tipp mit dem Orient Express gegeben. Also bist du quasi dafür verantwortlich, dass wir uns wieder versöhnt haben. Wehe, du hältst mir das irgendwann vor. Nein, bestimmt nicht. Aber ich habe schon ein kleines Attentat auf dich vor. Ja, ich komme jetzt auch ein bisschen blöd vor, weil du ja schon mal abgelehnt hast. Aber ich habe noch keine Trauzeugin. Und ich würde mir so wünschen, dass du das wärst. Kannst du es dir nicht noch mal überlegen? Okay, die Luft ist rein. Okay, nicht, dass du Ärger kriegst, weil ich hier bin. Ach, Susanne fährt den ganzen Tag Taxi. Und wenn sie mal Pause macht, dann besuchst du eben Paul und tröstest ihn wegen seinem Liebeskummer. In welcher meiner Schwestern bist du noch mal verliebt? In Nico. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Nur weil du meiner kleinen Schwester verraten hast, dass ich für Carla ein Kunstband gekauft habe. Sonst hätte ich überhaupt gar kein Problem. Quatsch, irgendwann wärst du sowieso aufgeflogen. Ja, genau, weil man in dem Haus eh nichts für sich behalten kann. Sei lieber froh, dass mir das mit Nico eingefallen ist. Wenn Susanne rauskriegt, dass du in ihre Freundin verliebt bist, wie peinlich ist das denn? Hör auf! Und selbst wenn Susanne nichts gemerkt hat, ich meine, meinst du nicht, Carla hätte nicht irgendwann mitbekommen, dass du sie anschmachtest wie ein liebeskranker Cockerspaniel? Kann sein. Und wie überhaupt hältst du es aus, dir in der Holding nichts anmerken zu lassen? Ich meine, du jobbst da fast jeden Tag. Gar nicht. Das war wohl doch keine gute Idee. Hallo? Das war von Anfang an idiotisch. Ja, ich weiß. Das ist echt kein Spaß. Ich meine, ich sehe sie jeden Tag. Aber ich kann ihr trotzdem irgendwie nicht nah sein. Und was lernst du daraus? Ich kündige den Job. Exakt. Am besten sofort. 10 Kilometer am Stück. Nicht schlecht. Ja. Ich habe eine Überraschung. Rate mal, wer unsere Trauzeugin wird. Carla? Oh, das freut mich aber. Ja, mich auch. Und Nathalie bedeutet das sicherlich sehr viel. Ich mach's gern. Trotz des Bräutigams. Ich glaube, der weiß das auch zu schätzen. Ich fahr jetzt in die Holding. Soll ich dich mitnehmen? Hm. Schon gut, danke. Ich muss erst mal unter die Dusche. Danach bin ich mit Gregor verabredet. Aber du könntest Frau Brandner ausrichten, dass ich erst gegen Mittag im Haus bin, ja? Mhm, mach ich. Ist zwischen Carla und dir die Liebe ausgebrochen? Wann habe ich denn das zum letzten Mal erlebt? Ja, das dürfte wohl so um meinen 4. Geburtstag herum gewesen sein. Was würde ich darum geben, wenn das so bliebe? Ihr entschuldigt mich auch. Na klar. Und? Kommst du mit zu Gregor? Nein, leider nicht. Ich habe noch einen Termin. Wir sehen uns später? Na, unbedingt. Mach dir mir ein Alt, bitte. Sekunde, geht sofort los. Machst du mir auch eins? Es war noch nicht dunkel, aber was soll's. Komm, auch bessere Zeiten können wir beide gebrauchen. Du auch? Seit wann ist er dich nicht mehr als Manager gebrauchen kann? Kannst du ja hier ein paar Pokerrunden abziehen. Was soll denn das heißen? Vanessa braucht mich nicht, ha? Huh? Sie wird von einem Irren verfolgt. Genau genommen sind es zwei, wenn man Felix mitzählt. Dann nimmst du die Sache mit dem Freak endlich ernst? Hat sie wenigstens die Polizei eingeschaltet? Ach, hör mir doch mit den Bullen auf. Die rühren sich doch erst, wenn Vanessa was passiert ist. Am Ende lassen sie den Kerl nur mit einer Geldstrafe davonkommen. Das sehe ich genauso. Rechtsprechung und Gerechtigkeit liegen meilenweit auseinander. Mag sein, aber Leute, sie können ja zumindest erreichen, dass er sich ihr nicht mehr nähern darf. Und wenn er es doch tut, dann ruft sie die Polizei. Mein Gott, dazu müssten sie doch erst mal herausfinden, wer dieser Perverse ist. Bis dahin kann er doch sonst was mit Vanessa machen. Na, so weit lasse ich es nicht kommen. Den Dreckskerl, den drehe ich eigenhändig den Hals um. Ach komm, jetzt bleib mal locker. Hin. Ja, nichts locker! Glaubst du, ich will meine Tochter verlieren? Wer Vanessa was antut, der ist ein toter Mann. Nein, keine Beschwerden. Ich wollte mich nur noch mal vor der Hochzeit durchchecken lassen.
Ach ja, ich habe gelesen, dass Sie Ansgar von Lahnstein heiraten wollen. Dann habe ich ja bald eine Gräfin als Patientin. Sie sind ja gut informiert. Ich gestehe, abends nehme ich mir manchmal die Klatschzeitung aus dem Wartezimmer mit nach Hause. Sagen Sie bloß nicht, da steht schon wieder was über uns drin. Keine Sorge, nur Angenehmes. Und wilde Spekulationen, wer wohl zur Hochzeit kommen wird. Tja, das bleibt bis zum Schluss ein Staatsgeheimnis. Gehütet von meiner Tante. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Hoffentlich. Wenn Sie sich jetzt frei machen würden. Ja, was gibt's denn so Wichtiges? Ich bin jetzt mit der Archivierung fertig. Es ist nicht zu fassen. Wissen Sie, was die Druckerei eben geliefert hat? Also bestellt waren 500 Auktionskataloge. Und gekommen ist das hier. Gemischtes Hack für 99 Cent? Ja, Schlachtereiprospekte. Und zwar 100.000 Stück. Also gut, wenn eine Fettecke ein Kunstwerk sein kann, warum versteigern wir da nicht einfach Hackfleisch? Schicken Sie es an unsere Kunden, mal sehen, was passiert. Wie jetzt? Soll ich wirklich das? Ja. Nein. Obwohl ich zu gerne Baronin von Strelitz sehen würde, wenn ich sie frage, ob sie noch ein bisschen mehr sein darf. Also gut, dann schicke ich das mal alles wieder zurück. Wir wollen ja nicht, dass der Metzger Insolvenz anmeldet. Hm? Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich bin jetzt mit dem Archiv durch. Genau, und jetzt brauchst du eine neue Beschäftigung. Ja, genau. Was soll ich denn jetzt tun? Zu null, du Loser. Das macht gar nichts. Ich werde in den nächsten Jahren noch genügend Triumphe feiern. Ach was, hast du noch Hoffnung, dass du besser wirst? Weißt du, das muss ich gar nicht. Natalie und ich haben vor, mindestens 3 Kinder in die Welt zu setzen. Und bis die mich schlagen können, dürfte wohl einige Zeit vergehen. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie die Armen gegen ihren Rabenvater verlieren müssen. Moment mal, ich lasse sie natürlich gewinnen, zumindest ab und zu mal. Sag mal, nicht, dass ich dir die Laune verderben will, aber was ist eigentlich aus Tanja geworden? War die nicht schwanger von dir, als sie verschwunden ist? Ach, wenn das Kind tatsächlich von mir wäre, wäre diese gierige Person längst hier aufgetaucht. Aber das wird sie nicht. Ich werde Natalie heiraten und Kinder will ich auch nur von ihr. Nein. Ansgar als fürsorglicher Vater und Ehemann. Dass ich das noch erleben darf. Ja, mach dich nur lustig. Aber in einem hast du recht. Ich liebe Natalie. Und ich will den Rest meines Lebens mit ihr verbringen. Haben Sie den Hochzeitstermin eigentlich schon festgesetzt? Ja, in 6 Wochen ist es soweit. Sicher ein rauschendes Fest. Schade eigentlich, dass die Braut nicht mit Champagner anstoßen kann. Wieso? Ich darf Ihnen gratulieren. Sie sind schwanger. Wie es aussieht, in der 4. Woche.